Wie stehst du eigentlich zu einer festen Beziehung? Für mich dauert eine richtig gute Beziehung mindestens 12 Monate. Drunter geht gar nichts. Geil. Und was hast du für Hobbys? Ach, ich bin gerne in der Natur draußen unterwegs, interessiere mich für große Fahrzeuge und mag Leibesertüchtigung. Ich auch. Ich gehe ja 2x in der Woche zum Bauchbeine-Po-Kurs. Wollen wir nicht mal zusammen trainieren? 38, 39, 40. Und jetzt beweg endlich deinen Arsch. Das will ich ja. Aber doch nicht so. Und halt! Schön, dass Sie auf mich gewartet haben. Ich habe nicht gewartet. Natürlich haben Sie. Schließlich drehe ich doch die Akten für unser erstes gemeinsames Projekt mit mir herum. Passen Sie doch auf. Was habe ich dem Chef nur getan, dass er mich mit Ihnen in ein Team steckt? Werde ich ihn jetzt fragen? Das ist ein Klingelton. Oh, das heißt, wenn ich ans Telefon komme, jetzt helfen Sie mir doch mal. Auf keinen Fall. Wenn Sie nicht sofort rangehen, dann ruft der Schanze an. Dann sind wir den Auftrag beide los. Wo ist es? In meiner linken Hosentasche. Jetzt machen Sie schon. Wo denn? Das ist die Tasche mit dem Loch. Entschuldigung, ich habe sie gewechselt. Das Handy ist in der rechten. Sie sind doch nicht normal. Ja, finden Sie? Er ist ziemlich groß, was? Sofort, Chef! Der ist ja süß. Das stimmt. Darf ich den mal streicheln? Von mir aus? Ja, du bist ja ein Süßer. Au! Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Ihr Hund beißt? Das ist nicht mein Hund. Und wem gehörst du dann, du Mistköter? Mir. Ja? Oh. Wow! Ich liebe Frauen, die sich durchsetzen können. Ich habe gelesen, es gibt Frauen, die täuschen den Orgasmus vor. Und? Naja, also ich als Anwalt, ich kann dir nur sagen, im Grunde ist das Vortäuschung falscher Tatsachen. Ja, du wirst lachen, aber im Grunde machen sich diese Frauen strafbar. Was hat das mit uns zu tun? Weißt du, ich möchte einfach, dass du mir von jetzt an immer hinterher ganz klar sagst, wenn du einen Orgasmus hattest. Ja? Okay, mach ich. Ich ruf dich dann an. Schmeckt's denn? Ein bisschen viel gesalzen. Also, ich mach da ja immer noch frische Kräuter dran. Na, das ist ja schön für Sie. Und seit wann sitzen stinkende Ratten und stolze Adler an einem Tisch? Dann fliegt der Adler eben weiter. Echt, was für ein Scheißtag. Sag nicht, Schneider hat dich schon wieder belästigt. Oh doch. Das Schwein mache ich fertig. Stell dir vor, heute hat er mich genötigt, sein Handy aus der Hosentasche zu holen. Aber das, was ich in der Hand hielt, war kein Telefon, nein, sondern sein ekliger Aal. Dreh ich jetzt total ab? Ich unterhalte mich mit meinem Fisch. Naja, wenigstens kannst du zuhören. Nicht wie die Typen, die immer gleich abhauen. Aber wie willst du auch abhauen? Du bist ein Fisch. Ja, ja. Gerade Streit wegen Kleinigkeiten ist total gefährlich für eine Beziehung. Kleinigkeiten? Ja. Schlimmer. Es sind grundsätzliche Sachen zwischen uns. Weißt du, der eine möchte diesen Weg gehen, der andere will in eine andere Richtung. Verstehe. Freie Entfaltung. Sie will immer ihren Kopf durchsetzen. Immer. Will ständig spazieren gehen. Das ist der Klassiker. Sie jaut mir die Ohren voll, wenn ich einmal die Sportschau gucken will. Und wenn ich dann noch Kumpels mit nach Hause bringe, macht die den totalen Aufstand. Ich hab dir doch schon 1000 Mal gesagt, das ist einfach nicht die richtige Freundin für dich, die Nicole. Nicole? Wer redet von Nicole? Ich meine Trixi. Und das Schlimmste,
Ich glaube, sie hat was mit diesem Afghanen von nebenan. Wir sehen uns einer ernsthaften Bedrohung gegenüber. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich in meiner Kompanie ein Homosexueller befinden soll. Wissen Sie was darüber? Nein! Was mit Ihnen, Rekrut? Sind Sie schwul? Nein, Herr Oberst! Und Sie? Raus mit der Sprache! Ich verrat's Ihnen, wenn Sie mich küssen. Das schlägt den Fass den Boden aus! Kompanie, rechts um und abwärts zum 50 Kilometer Geländelauf! Und du, Freundchen, bleibst mal schön hier! Ich würde mir aber lieber die Beine vertreten. Das finde ich jetzt auch ein bisschen schade. Ich dachte, wir trinken jetzt erst mal ein Prosekütchen zusammen. Ja. Dann aber schnell. Die anderen sind sicher bald wieder zurück.